Herzlich willkommen beim Sommerspezial von Bauen und Wohnen. Heute reden wir nicht nur über das schöne Wetter, sondern auch später über das Thema Immobilie vererben. Um was sollte ich mich schon recht früh kümmern bei dem Ganzen? Denn sonst war da ganz schön viel Arbeit auf mich. Jetzt starten wir aber erstmal in der Küche. Es wird alles immer smarter, auch die Küche. Kochen, backen, garen und so weiter. Wir haben uns mal angeschaut, was ist Stand der Technik wirklich, was funktioniert und was sollte man haben. Auf den ersten Blick sieht hier alles ganz normal aus. Backöfen, Dampfgarer in verschiedenen Größen. Doch hier ist nicht alles ganz normal. Jedes dieser Geräte kann mehr als nur backen. Wer auf dem Heimweg beispielsweise Hunger auf Pizza oder Pommes bekommt, kann bereits von unterwegs vom Smartphone aus den Backofen vorheizen. Natürlich sind alle Geräte heute vernetzbar. Das bedeutet, ich habe hier ohne weiteres die Funktion, diese Möglichkeit zu aktivieren. Und dadurch kann ich natürlich auch über mein Telefon die Geräte ansteuern, kann Rezepte einsteuern, kann Startfunktionen ansteuern. Diese Funktion läuft heute per WLAN und die ist Standard geworden. Aber natürlich kann der Backofen auch weiterhin von Hand bedient werden. Allerdings nicht mehr über altmodische Drehknöpfe. In den Einbaugeräten ist heute der große Trend, dass alle Geräte mit der Touch-Oberfläche bedient werden. Und die Unterschiede bestehen darin, umso größer die Monitorflächen sind, umso mehr Einstellmöglichkeiten hat natürlich der Kunde. So, das bedeutet, die Vielfalt besteht darin, wir haben ein kleines Display, so wie hier, ein mittleres und dann die ganz großen Displays, so wie hier vorne, wo man dann alles klassisch bedienen können, wie wir das auf dem Smartphone gewöhnt sind und wo man ganz klassisch anwählen können und unsere Kisch anwählen können, wie weit sie durch sein soll und können die hier nur bestätigen. Und weil die Backöfen Alleskönner sind, ist der Trend zu Kombigeräten spürbar. Wir haben nicht nur einen Backofen oder einen Dampfgarer, sondern wir haben die Geräte heute alle in Kombination. Und das ist der riesige Trend, die richtige Kombination für den Kunden zu finden. Der Backofen mit Dampfgarer, der Dampfgarer mit Mikrowelle, die Mikrowelle wiederum mit Backofen. Da gibt es also alle möglichen Kombinationen und die gibt es in klein und die gibt es in groß. Ob klein oder groß? Dampfgarer mit Backofen. Die neue Generation der Backöfen zaubert einfach perfekte Garmomente. Bisher konnte ein Dampfgarer nämlich nicht backen und nicht braten. In der Kombi aber lässt sich jetzt alles zaubern. Die Wasserführung funktioniert dann mit Festwasseranschluss oder integrierten Wassertanks, wie hier, ähnlich wie bei einer Kaffeemaschine. Für gelegentliches Dampfgaren genügt die Wasserzufuhr über die Ansauglanze. Schönes Gadget für einen perfekten Braten sind auch integrierte Kerntemperaturmessgeräte. Natürlich ist auch das futuristische Design auffallend. Moderne Geräte sind grifflos und lassen sich über ein Touchdisplay öffnen und bedienen. Wer dennoch auf einen Griff nicht verzichten möchte, bekommt ihn farblich angepasst. Aber nicht nur das Design der Geräte verändert sich. Auch Küchenschränke werden grifflos. So wird die Küchenwand zur Wohnwand, mit Türen bis zum Boden oder Decke, klaren Rastern der Fugen und vor allem auch grifflos. So lassen sich Schränke mit Push-to-Open, elektrischen Müllauswerfern oder praktischen Einschubtürenschränken upgraden. Hier können Küchengeräte sauber verstaut werden. Das Outdoor-Feature für den Kühlschrank eignet sich perfekt für die grifflose Küche. Einfach zweimal anklopfen und der Kühlschrank öffnet sich. Griffe? Überflüssig. Wie aus einem Guss sind mittlerweile auch die Herde. Wer matte Oberflächen wählt, kann für einen nahtlosen Übergang zum Herd jetzt auch ein Mattfinish beim Herd wählen. Die matte Oberfläche überzeugt nicht nur ästhetisch und fügt sich so ins Gesamtbild ein, sondern überzeugt auch durch eine besondere Eigenschaft. Sie ist besonders kratzresistent. Aber ganz gleich, ob wir über eine App kochen oder dem Backofen die Einstellungen entscheiden lassen, für die richtige Würze sind immer noch wir selbst zuständig.
Wir sehen uns gleich wieder. Dann geht es bei uns um Parksysteme, es geht um ein Tischfeuer und wir reden darüber, wie man Immobilien richtig vererbt. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen. Ist das nicht eine traumhafte Aussicht hier auf das Hotel und auch den Turm oben? Bei uns geht es jetzt aber weiter mit dem Thema Parkplätze. Auch hier in Lindau sind Parkplätze natürlich Mangelware. Jetzt waren wir nicht direkt in Lindau, sondern in der Nachbarschaft in Weißensberg und haben uns da angeschaut, wie dort ein halbautomatisches Parksystem eingebaut wird und welche Vorteile das eigentlich für die Bewohner bringt. Die ersten Familien sind eingezogen. Am südlichen Ortseingang von Rotkreuz, unweit von Lindau am Bodensee, entstanden insgesamt 62 moderne Wohnungen, verteilt auf 8 einzelne Gebäude. 2 Unternehmen arbeiteten parallel an den Rohbauarbeiten am Projekt Edition 3 der Firma BPM. Das hat Tempo und Bewegung reingebracht. Und Bewegung gibt es auch im Untergeschoss. Für den Hersteller von Parksystemen, Klaus Multiparking aus Aitrach, hat intelligentes Parken viel mit Bewegung zu tun. Doch was ist das Besondere an der Anlage? Das Besondere an der Anlage hier ist, dass wir von vornherein dabei waren, in der Planung, in der Findungsphase eigentlich, und haben das Optimale hier rausgeholt. Das heißt, ohne baulich einzugreifen, was die Geschosshöhen jetzt hier betrifft, haben wir aus 6 Stellplätzen 11 gemacht und das sind 2 Systemen, also 22 Stellplätze, wo normalerweise 12 wären. Der unschlagbare Vorteil dieses Systems, die kompakte Bauart. Wir begleiten die Montagearbeiten auf der Baustelle. Die Aufbauarbeiten haben begonnen, doch es wird noch einige Tage dauern, bis die Monteure des Garagenherstellers fertig sind und die Anlage genutzt und für die Bewohner als Parkfläche freigegeben werden kann. Dabei wird das parkende Fahrzeug flexibel verschoben. Das hier verbaute System kommt mit einer geringen Deckenhöhe von 2,25 Meter aus, da im Erdgeschoss nur eine seitliche Verschiebung und keine Bewegung nach oben stattfinden muss. Dennoch, ein VW T5 Bus hat auf den oberen Erdgeschossstellplätzen genauso Platz wie unser Testauto. Also hier wurde jetzt das Optimalste rausgeholt, weil wir bringen jetzt PKWs mit 2,5 Meter Abstellhöhe unter. Das ist, wenn man sich das vorstellt, ein VW T5 Bus mit 2,6 Tonnen auf jedem Stellplatz, 2,50 Meter Stellplätze hier im System und Fahrzeuglängen bis 5,20 Meter. Also das ist schon sehr komfortabel, liegt aber daran, dass wir halt von vornherein dabei waren. Fahrzeuge im System sind nochmals in der Garage durch die Toranlage gesichert. Elektrische Schiebetore mit Alulochblechfüllung sichern die Fahrzeuge vor Vandalismus. Die halbautomatischen Systeme lassen sich durch einen Chip oder Fernbedienung öffnen oder schließen. Dabei zeigt ein einfaches Ampelsystem dem Nutzer an, dass das System befahrbar ist, gerade in Betrieb ist oder eine Störung hat. Doch welchen Vorteil hat die moderne Bedienweise? Also die Autos werden geschützt hier durch eine Schiebetoranlage, die nur freigibt, wenn der jeweilige Nutzer kommt. Hier mit einer also entweder mit einem Transponder-Chip, der sieht dann so aus, oder mit einer Fernbedienung. Und der jeweilige Nutzer kommt nur an seinen Stellplatz. Das wird hier über das Bedienterminal, wird auch jeder Arbeitsschritt kenntlich gemacht. Also Stellplatz kommt, Tor schließt, Tor öffnet. Oder auch wenn ein Fehler da ist, kann jeder Nutzer unabhängig von anderen diese Anlage zurücksetzen mit seinem Chip und den Vorgang neu starten, sodass kein Hausmeistereinsatz erforderlich ist. Vorteil mit der Toranlage ist eben, die Fahrzeuge sind nochmal in der Garage verschlossen gegen Zugriff, unerlaubten Zugriff. Im Detail funktioniert das Parken so. Jeder Nutzer hat immer den gleichen Platz und das gleiche Zufahrtstor. Vor jedem Raster befindet sich ein Tor. Wenn der Nutzer seinen Stellplatz auswählt mit Fernbedienung oder Transponder-Chip, dann wird im Erdgeschoss dieser Platz so verschoben, dass entweder der EG-Platz für den Nutzer an der richtigen Stelle steht oder der Leerplatz freigefahren wird. Wenn der Stellplatz bereitsteht, öffnet sich das Tor und das Fahrzeug kann geparkt werden. Der Nutzer bestätigt dann nochmal mit Fernbedienung oder Transponder-Chip, dass sein Parkvorgang beendet ist und das Tor schließt sich.
Optimale Raumnutzung, mehr Sicherheit für Fahrzeuge und bequemes Einparken durch Fernbedienung oder Chip. Automatisierte Parksysteme sind eine moderne Lösung für begrenzte Parkflächen. Wir haben bei YouTube einen Beitrag mit über 1,5 Millionen Abrufen. In dem Beitrag geht es um die Steinreinigung. Und die Jungs, die das damals so erfolgreich gemacht haben, die haben jetzt einen weiteren Tipp gegen Moose. Ich sag nur Variofuge. Nach einigen Jahren im Gebrauch sehen Pflastersteine so aus. Verfärbt durch Schwarzalgen, Moose und Flechten, das Befahren von Pkw und auch die Witterung macht ihr Übriges. Das Reinigen mit einem Hochdruckreiniger macht zudem das Gestein porös. Wir begleiten ein professionelles Steinreinigungsteam, das jeden Hof oder Terrasse wieder sauber bekommen hat, und zwar mit heißem Wasserdampf und schwerem Gerät. Gekonnt wird mit einem sogenannten Skater über die Steine geflitzt. Mit der Wasserstrahltechnik werden dann mit 21 Litern Wasser pro Minute Dreck und Moose aus den Poren gespült. Im Vergleich zu Hochdruckreinigern wird hier mit 100 Grad heißem Wasser gereinigt. Das tötet Sporen und Keime ab. Das Vorher-Nachher-Ergebnis überzeugt. Rund 12 bis 15 Euro pro Quadratmeter kostet die Reinigung und die Veredelungsschritte, die jetzt noch folgen. Die Veredelung schließt und repariert die offenporige Oberfläche und schützt vor neuer Verschmutzung. Sie wird im Kreuzgang zweimal aufgetragen. Doch jetzt folgt ein Schritt, den das Team neu entdeckt hat. Denn durch das Reinigen wird das Fugenmaterial ausgeschwemmt. Das ist oft Sand. Doch genau der ist das Problem. Er bleibt länger feucht und Moose bilden sich schnell. Jetzt wird der Quarzsand ersetzt. Also die Fuge sind das Problem, weil sich da weiterhin das Unkraut wachsen kann. Da kann sich Blütenstaub, Grassamen absetzen. Die Steine bleiben erstmal ewig schön, aber für die Fuge haben wir jetzt was ganz Neues, und zwar ist das eine feste Fuge. Also für diesen Stein haben wir eine Variofuge. Das ist eine elastische Fuge, die passt sich dem Stein an, und somit haben wir in der Fuge auch kein Unkraut mehr. Eine feste Fuge, die dehnbar ist? Ist das kein Widerspruch? Im Vergleich zu Fugenmörtel, der eine wasserundurchlässige Oberfläche bildet, werden diesem Fugensand Polymere beigefügt. Sie sorgen dafür, dass sich eine elastische Fuge bildet, durch die trotzdem Regenwasser sickern kann. Gerade bei den extremen Wetterlagen mit Starkregen ist das ein Argument. Dieser Sand hier, der bleibt flexibel, bindet sich miteinander und bleibt vor allem fest. Wenn man auch mit dem Auto drüber fährt, wenn es stark regnet, bleibt die Fuge immer noch erhalten. Was natürlich diese Fuge am meisten ausmacht, das ist natürlich das Unkraut, dass es von unten her nichts mehr wachsen kann. Und von oben her, ja, kann es ganz normal durchsickern, das Wasser, wenn es regnet. Das heißt, die Wassergebühren, die bleiben gleich, wie man sie vorher schon hatte. Ja. Das macht, denke ich mal, das sind so die zwei größten Dinge, wo diese Fuge ausmacht. Nachdem der Spezialfugensand eingekehrt ist, wird er befeuchtet und das Material verbindet sich zur flexiblen Fuge. Das Expertenteam ist sich sicher, diese Fuge ist eine effektive Lösung, langfristig von den Steinen fernzuhalten. Ich bin mal gespannt, ob der Beitrag auch über 1,5 Millionen Abrufe bekommt. Wir sehen uns gleich wieder, dann reden wir hier drüber, wie man Tischfeuer bastelt und wie man Immobilien richtig vererbt. Also so muss sich hier Urlaub am Bodensee anfühlen. Gemütlicher Strandkorb und Blick auf den Bodensee, echt ein Traum. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer Folge von Silkes schöne Sachen, und heute basteln wir ein Tischfeuer. Hallo zusammen, heute wieder aus meinem Garten. Ja, der Sommer steht vor der Tür und es gibt natürlich nichts Schöneres, auch wenn es heute das Wetter nicht zulässt, aber es gibt natürlich nichts Schöneres, wie die Abende hier im Garten und auf der Terrasse zu verbringen. Und deswegen finde ich es total schön, wenn immer noch ein kleines Kerzle brennt oder wie hier zum Beispiel ein kleines Tischfeuer.
Und ich habe mir überlegt, es ist ja eigentlich relativ einfach nachzubasteln und deswegen möchte ich das euch heute zeigen. Ich habe für diese kleinen Tischfeuer habe ich mir so eine Gießform besorgt und habe die mit Gettbeton ausgegossen. Die gibt es überall im Bastelladen, könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen. Sind natürlich easy praktisch zum Gießen und man kann die dann auch super gut ausschalen. Und man hatte dann eben so eine gleichmäßige Form aus Beton. So schaut das Ganze denn aus. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen und Formen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen umschauen. Ich habe aber jetzt mir noch eine größere Schale gemacht, auch aus Beton. Ihr könnt natürlich auch gekaufte Schalen dazu nehmen, aber ich finde natürlich diese Betonoptik im Garten irgendwie total cool. Habe mir da dazu aus der Küche zwei Salatschüsseln besorgt aus Plastik, gleiche Form, und habe die ineinander gestellt und habe dann quasi in diesen Zwischenraum den Beton eingegossen. Wie ich betoniere, habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Eigentlich relativ einfach. Ich nehme mal Fertigbeton, rühre das an mit dem Mischverhältnis mit Wasser und dann können wir das schön eingießen, lasse es 24 Stunden durchtrocknen und dann könnt ihr das Ganze hier aus der Form lösen. Genau. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe oben jetzt so ein bisschen den Rand abgeschliffen, sonst ist es immer so ein bisschen rau, und kann jetzt loslegen, mein Tischfeuer zu basteln. Ich habe festgestellt, was relativ gut geht, sind diese Wärmepasten. Die gibt es immer im Baumarkt zu kaufen. Die sind eigentlich für Buffet und für kältere Service, aber die brennen natürlich super und der Effekt davon ist, dass das Ganze auch noch warm gibt. Also wenn ihr dann am Tisch sitzt, habt ihr auch ein bisschen noch einen warmenden Effekt. Ich stelle das Ganze jetzt hier so in die Mitte rein und befülle das mal mit so schönen weißen Kieselsteine. So. Ihr könnt natürlich auch Sand nehmen, sieht schön aus, oder ganz feine Steine, wie es euch gefällt. So, für zwischenrein habe ich mir jetzt noch so ganz kleine Kieselsteine besorgt. Die kann man jetzt noch so zwischenrein legen oder auch oben drauf. Und dann gibt es natürlich auch noch, die habe ich mir auch noch besorgt, das sind so ein bisschen braunere Steine, die fände ich auch noch ganz schön so zwischen reinzulegen. Ich locker das Ganze noch ein bisschen auf und macht es ein bisschen bunter. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch meine Brenntaste aufmachen und das Ganze anzünden und ich habe einen schönen Kamineffekt. Weiter geht's bei Bauen und Wohnen im Sommerspezial. Jetzt reden wir über das Thema Immobilie vererben. Und bei uns hier vor malerischer Kulisse Frank Bauer. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Bauer. Herr Bauer, Immobilie vererben, ein Thema, was, sagen wir, irgendwann auf einen zukommt, obwohl man es nicht will, weil irgendein Elternteil stirbt ja. Wie einfach kann man jetzt mit dem Thema umgehen oder gibt es doch die ein oder andere Stolperfalle dabei? Die ein oder andere Falle gibt es sicherlich. Am besten ist es natürlich immer, wenn man vorher mitgedacht hat, wenn man vorher etwas vorbereitet war, auch wenn man ungern über diese Themen redet. Je früher man es regelt, desto sinnvoller ist es tatsächlich im Nachhinein. Ja, was gibt es zum Beispiel zu regeln? Im Idealfall haben Sie ein notarielles Testament aufgesetzt. Das wäre an sich der Idealfall, weil dann wird einiges einfach automatisch funktionieren. Man kann nicht mehr so wahnsinnig viel falsch machen, aber es ist tatsächlich nicht der Regelfall. Okay. Sie haben auch vorhin schon mal gesagt, so, ja, jetzt ist vielleicht der Papa gestorben, jetzt stirbt die Mama, aber irgendwas wurde gar nicht umgetragen und dann beginnt erst mal die große Reise. Ja, tatsächlich. Also wir stellen leider sehr oft fest, dass das eben gar nicht im Vorfeld geregelt wurde, sondern dass man im Prinzip alles hat weiterlaufen lassen, wie es vorher auch war, wenn ein Elternteil verstirbt. Das heißt, Mutter, Vater mit den Kindern wohnt in einem Haus, ein Elternteil verstirbt. Man lässt alles so, wie es ist. Man weiß zwar, das Erbe ist an sich angetreten, aber es wird nichts umgeschrieben, es wird nichts geregelt im Umkehrschluss. Später stirbt der zweite Elternteil und dann geht im Prinzip das Haus ja eigentlich auf die Kinder über oder sollte übergehen. Und man stellt dann irgendwann mit Schrecken fest, man hat das damalige Erbe des erstverstorbenen Elternteils gar nicht geregelt und muss jetzt im Prinzip alles rückwärts aufrollen. Geht es so einfach?
Nein, also in der Theorie ja. wer die Mühlen in Deutschland kennt, der weiß es, die malen sehr langsam derzeit, gerade was Erbsachen anbelangt. Das kann sehr, sehr langwierig sein und sehr, sehr umständlich sein. Wenn so ein Erbfall rückwärts aufgerollt werden muss über zwei Verstorbene, dann dürfen Sie heute sicherlich mit einem halben bis einem Dreivierteljahr Minimum rechnen, bis Sie überhaupt irgendwann Rechtssicherheit haben. Okay, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand stirbt, bin ich dann automatisch Eigentümer dieser Immobilie oder habe ich nur irgendwelche Rechten und Pflichten? Nein, ich bin im besten Fall bin ich Erbe direkt, das ja. Aber Eigentümer der Immobilie bin ich natürlich erst, wenn das Erbe legitimiert ist. Und das ist einer der größten Fehler, der tatsächlich begangen wird. Viele gehen davon aus, es passiert ganz automatisch. Wie vorhin erwähnt, wenn wir das notarielle Testament haben, dann sind wir auf einer guten Seite, weil dann funktioniert es tatsächlich automatisch, dann wird das Erbe automatisch legitimiert. In den meisten Fällen haben wir aber kein notarielles Testament, wir haben ein handschriftliches oder gar kein Testament. Die Erbfolge ist zwar klar geregelt, aber ich muss proaktiv als Erbe tätig werden. Das heißt, ich muss im Prinzip dem Nachlassgericht melden, dass ich einen Erbnachweis brauche. Den muss ich beantragen und auch der dauert Monate, bis der tatsächlich ausgestellt wird. Und also ich bin noch nicht Eigentümer, aber wer trägt jetzt das Risiko für die Immobilie? Oder da gibt es auch Schneeräumen oder was weiß ich alles? Das ist tatsächlich der Pferdefuß beim Erben, gerade wenn es nicht geregelt ist. Genau das geht nämlich in dem Moment über wo der Erbfall eintritt. Das heißt, der Erbfall tritt ein, das heißt, jemand verstirbt, vererbt das Haus. Die Erbfolge gilt ja im Prinzip schon. Das heißt, die Erben sind ab dem Moment auch für das Haus zuständig. Verkehrssicherungspflicht, Erhaltungspflicht und, was es da alles geben kann. Und im Gegenzug können Sie aber das Haus noch nicht verfügen, weil das Erbe als solches nicht legitimiert ist. Das heißt, Sie sind da so ein bisschen in so einem rechtsfreien Raum mehr oder weniger. Sie haften zwar, Sie kriegen aber nichts. Wenn ich jetzt erbe, muss ich dann irgendwas in Sachen Steuern beachten? Zum Beispiel muss ich auch Grunderwerbsteuer oder irgendetwas zahlen? Also steuerliche Aspekte müssen unbedingt beachtet werden. Grunderwerbsteuer zahlt man in der Regel nicht. Aber es kann natürlich Spekulationssteuer anfallen, es können natürlich auch Erbschaftssteuer anfallen. Und das gilt es natürlich gründlich zu prüfen. Wie groß ist das Gesamterbe, was man erhält? Wie war die Immobilie vorher im Gebrauch? War es eine Anlageimmobilie? War es eine selbstgenutzte Immobilie? Also hier redet man dringend dazu, mit einem Steuerberater zu sprechen, was gilt es da zu beachten und was kann da auf mich zukommen. Okay, und dann ist noch ein Thema. Jetzt kann ich eine Immobilie erben, aber vielleicht ist das doch eher verschuldet. Muss ich dann abschlagen, ausschlagen? Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Was passiert dabei? Wenn im Ausnahmefall tatsächlich eine Immobilie komplett verschuldet ist, was durchaus vorkommen kann, weil diese Immobilie zählt ja zum Gesamterbe. Das kann ja sein, Sie treten ein Erbe an, in dem Schulden enthalten sind und fühlen sich relativ sicher, weil eine Immobilie mit enthalten ist und denken Sie, ich kann die Schulden schon davon bezahlen. Dann muss unbedingt geprüft werden im Vorfeld, bevor man das Erbe annimmt, ob die Immobilie vielleicht verschuldet ist. Dazu sollte man das Grundbuch sichten, sollte Abteilung 2 schauen, ob irgendwelche Belastungen drinstehen und vor allem natürlich Abteilung 3, ob irgendwelche Schulden noch auf dieser Immobilie lasten, die vielleicht weit über dem sind, was die Immobilie am Schluss an Wert bringt oder in Kombination mit den Restschulden, die bestehen im Prinzip, der diese Restschulden gar nicht ablösen kann. Und dann sollte man das Erbe natürlich ausschlagen. Und hier gilt es, die Fristen zu beachten. Also ich sehe schon, man sollte sich auf jeden Fall mit Fachleuten unterhalten, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Man sollte sich zu Lebzeiten bereits mit entsprechenden Fachleuten unterhalten. Man sollte Vorsorgevollmachten treffen. Man sollte sicherlich Testamente vereinbaren. Schaden kann das niemals. Herr Bauer, vielen Dank für den Besuch in unserem Sommerstudio hier. Herzlich gerne. Das war's mit Bauen und Wohnen für diese Woche. Denkt unbedingt an unser Gewinnspiel und gewinnt eine Übernachtung mit Frühstück und einem schönen Abendessen hier im Hotel Bad Schachen. Auf Facebook oder Instagram findet ihr die Gewinnspiele. Wenn ihr weitere Informationen wollt, auch zum Thema Immobilien vererben und so weiter, findet ihr auf bauenundwohnen.net. Also euch noch alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss!